Ich sag, der ist eingeschlossen. Das läuft so gut. Der ist safe call eingeschaltet. Der macht tatsächlich einen total smarten Eindruck. Aber in dem Fall stellt man vor, wir würden einen von den Wipperfürz einstellen und würden denken, ach ja, ist schon bestimmt nichts Wildes. Das kannst du halt auch nicht riskieren. Und der Zeitpunkt ist sehr, sehr. So, das ist eine Orientierungsfahrt. Deshalb, Klappkarte, haben Sie die auch da? Müsste ich, glaube ich, noch dabei haben. Kann sein, dass die vielleicht mit dem Quelle mit rausgerutscht ist. Ja, dann legen Sie sie hier einfach später ins Auto. Ich habe hier eine... Können Sie mal die Brille abnehmen? Sie also, wissen, was eine Orientierungsfahrt ist. Naja, ich gehe mal davon aus, dass es dazu kommt, wie ich mich hier in der Gegend auskenne. Korrekt. Gucken wir mal, ob Sie uns gleich sagen können, wo wir sind. Wie lange sind Sie denn schon im Start? Seit Mittwoch, aber ich habe sehr viel Urlaub hier gemacht. Ja, dann machen wir es erstmal ein bisschen schwerer und dann können wir uns ja immer noch leichter machen. Okay, seit wissen Sie, was das Mittwoch zu unserem Rechten im Leben nicht. Darf ich die Augenbinde abnehmen dabei? Nee, oder? Einfach von der Orientierung her. Ach so, also ich meine, von dem, was dann so... Ist er, dann stimmt was nicht. Dann sagen, wir sind auf dem Highway. Dann stimmt was nicht. Ich müsste jetzt raten, also entweder sind wir jetzt schon bei den Windrädern oder wir sind weiter hinten bei der anderen Anlage da. Seit Mittwoch hier im Start, aber es von den Wipper führt. Wir sind gerade frisch auf den Highway aufgefahren. Vielleicht. Und der andere Typ, der sich als Butler vorgestellt hat, eben gerade... Ich weiß nicht, wie sie das nennt, dieses Elektrowerk. Sie sind auch komplett besoffen, oder? Ja. Ich kam und war seit wann da? Der Butler, der sich auf einmal aus nichts raus vorstellt? Wo er irgendwie schon fast unten war, ne? Mittwoch! Ja. Also das war gerade... Ey, komm! Ja. Paranoia hin oder her! Erzählt mir doch keinen! Da kommen schon die Nächsten. Ja, wir waren gerade bei der Raffinerie. Also wir sind bei der Autobahn, das haben sie vielleicht nicht ganz mitbekommen, wieder rechts runter und sind dementsprechend, wenn sie halt die Stadt wieder runterfahren, ja. Das heißt, ab hier müssen wir jetzt selber versuchen, in Gedanken das Ganze weiter durchzugehen, um in etwa herauszufinden, wo wir uns befinden. Genau. Die finale Frage kommt ja gleich. Genau, der Plan ist dann, dass sie selbstständig auch zurückfinden können. Okay. Also der Plan ist nicht, dass sie noch komplett wissen, wo sie genau sind, sich quasi verorten können auf einer Karte oder so, sondern dass sie anhand der Umgebung herausfinden, wo sie sind, daran orientieren und dann zurückfinden. So, wir werden sie gleich zu Fuß noch ein bisschen weiterführen. Wir sagen ihnen dann, wenn wir die entsprechend abnehmen, die Binde. Haben Sie schon eine Idee, wo wir gerade sind? So ungefähr. Also vom Fahrverhalten her würde ich irgendwie sagen, dass wir da, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, wo dieses Flugfeld ist, dass wir da vielleicht ein Stück weiter rumgefahren sind, vielleicht in der Nähe dieser Militärbasis. Irgendwie da würde ich jetzt behaupten. Oder vielleicht an der Militärbasis, das ist jetzt... Ja, der ist seit Mittwoch da. Dann helft ihm mal raus. Komm einfach durch hier, komm. Wir haben nur ein bisschen Zeit zu grinden, ne? Ja, ja, wir müssen euch sonst gleich alleine lassen. Wir müssen jetzt gleich weiter. Gut. Ja, nicht so wild. So. Hola. So, schönen guten Abend. Ha, wir haben wieder einen Besucher, das ist ja Wahnsinn, da freue ich mich ja. Wie geht's Ihnen? Wie war nochmal Ihr Name? Mein Name war Lex. Lex. Ja, ja. Wie Sie sehen... Ich habe die Augenbinde. Sehen Sie nicht so viel durch die Augenbinde. Ich nehme Ihnen die mal runter. Mhm. Ja. So. Irgendwelche Tipps? Naja, es sieht sehr ungemütlich aus hier. Ja. Sehr ungemütlich. Und da kommen wir zum springenden Punkt. Ich glaube Ihnen kein verschissenes einzelnes Wort. Wovon? Von egal, was Sie gesagt haben. Sie, ich habe mal eine kurze Frage. Wie stehen Sie zu Peitschenhieben? Damit zu Peitschenhieben? Haben Sie Erfahrung? Bis jetzt noch nicht. Mhm. Sie sind von den Wipperfürz gekommen, ja? Naja, eher gesagt abgehauen, ne? Wie gesagt, die haben mich zweimal beschissen. Mhm. Also bin ich von denen weg. Mhm. Ich meine... Und das sollen wir Ihnen glauben? Naja, Sie haben doch mein Handy. Wenn Sie da reingucken, dann sehen Sie eine Nummer. Zum Beispiel von den Ballers, von dem einem Herrn. Und wenn sie den anrufen, dann wird er ihnen das auch sagen. Mhm. Also das war zum Beispiel ein Herr, mit dem ich mich unterhalten hatte über ihn. Und ja, wie gesagt, sie haben das Telefon. Für mich klingt das nach einem gut vorbereiteten Background.
Sie machen augenscheinlich keinen dummen Eindruck. Das schätze ich. Unter anderen Umständen wären Sie eine Bereicherung für das Casino gewesen. Gut, Jungs, ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen dringend schnell zu einem anderen Termin. Aber wenn Sie mir nicht glauben, dann geben Sie mir mein Telefon. Ich rufe den Herrn an, bestell den wohin und dann den Herrn Wipperfurt selber. Ich rufe ihn an und sage ihm, da und da treffen wir uns. Ihr kommt mit und bedient euch. Da kommen wir drauf zurück. Jungs, wir kommen gleich wieder. Ja. Stellt euch vor, das ist nur ein komplett dummer Zufall. Der hat echt ein bisschen mit den Wipperfurts gechillt. Und ja, absolut möglich. Ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und alles sieht für uns aus, als wenn die den einschleusen wollen würden. Aber er war gerade super ruhig. Fast, das hätte er mit gerechnet. Merci. Das hat mich auch gewundert. Als wir im Casino losgefahren sind, wirkte das komplett so, als wenn er da irgendwie mitgerechnet hätte, ne? Ich glaube, der steht hinter dir. Habt ihr dem ein Handy gelassen? Hola. Nee, der hat sich gerade eine Kippe angesteckt. Ziemlich nervös war. Aber da ist er schon. Aha. Wo ist der Rest von euch? Na gut. Der eine muss noch unten stehen. Hola. Dass man sich so schnell wieder sieht, sagen wir sie. Haben Sie schon was rausgefunden? Ich muss lauter sprechen, ich höre kein Wort. Ich war in die Krankenhaus. Ich habe bisher nicht wirklich was rausgefunden, beziehungsweise was soll ich rausfinden? Ich bin hergekommen, weil ich das hier mit die Leute herstellen wollte. Aber im Endeffekt macht das auch keinen Sinn, wenn sie vielleicht fehle. Und dann muss ich mir wieder ein Gespräch machen mit alle zusammen oder so. Okay, ich bin ganz ohr. Na gut, dann fange ich mal an. Wir haben bis jetzt noch nichts gesagt. Deswegen, eigentlich, warum ich jetzt hergekommen bin, ich bin seit 2 Tagen hier in der Stadt. War kein angenehmer Aufenthalt bisher, sage ich mal. Mir wurde ein paar Sachen vorgeworfen, die ich angeblich gemacht habe soll oder erzählt habe soll. So eine komische Geschichte hatten wir schon einmal. Jetzt bin ich gespannt. Mir ist jetzt die Frage, wieso das schon wieder sein soll. Die haben mir die Möglichkeit gegeben, das hier klarzustellen. Ja, Jason, dann helf ihm auf die Sprünge. Ja, es ging ja nie... Also es geht ja gar nicht darum, dass du hier im Anwesen warst, sondern wir hatten ja die Geschichte unten im Akku. Magst du dich vielleicht erinnern? Moment, no. Das ist nämlich... Das ist Punkt. Die Sache, die hatten wir geklärt. Ja. Mir wird aber vorgeworfen, ich soll bei euch kurz Urlaub gegangen bin, an die Anwesen hier bei euch sein soll und soll euch nochmal gesagt haben. Wo spielt dabei gar keine Rolle? Sie, aber das war die Aussage, ne? Egal. Das ist scheißegal, Zangossi, wo das passiert ist. Fakt ist der Vorwurf, der im Raum steht. So wurde es mir gesagt, du bist zu den Nameless gegangen und hast den Nameless gesagt, pass auf, die SPLS will euch ficken. Hat er das gesagt oder hat er das nicht gesagt? Hat er. Zangossi, mach dich doch nicht lächerlicher, als du bist. Außerdem hat dein Freund selber gesagt, dass er das von dir hat. Und trotzdem stehst du hier und lügst und lügst und lügst und lügst. Weißt du was, Zangossi? Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Ich hab die Schnauze absolut gestrichen voll. Ich für meinen Teil werde dich jetzt hier lassen. Aber ich sag dir, höre ich noch ein einziges Mal, dass du mir in die Karten funkst. Egal wie. Ich schwöre dir, ich werde dich versenken. Kümmere dich um deine Angelegenheiten und halte dich vom Casino fern. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Schönen Abend. Mir wäre jetzt sonst gleich anders was geplatzt, Leute. Da steht er da und sagt so nach dem Motto, ja auch die Hitmen oder Nolan können dem anderen das hergesteckt haben, nachdem der kurz zuvorher noch mit dem im Auto gesessen hat, dass sein Freund ist, die anderen den gar nicht kannten, bis rauskam, wem dieser Twitter-Account gehört, ja, und also wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken, sagt er, ja gut, aber ein Nolan und die Hitmans hätten dem das ja auch sagen können und dann ist, also Leute, ich bin sprachlos. Und das Ding ist, der Typ hat bis in seinen Tod selber zugegeben, dass der Zangossi ihm das gesagt hat. Genau, das ist es nämlich. Der Typ gibt es zu. Der Typ ist Zangossis Freund. Der Typ saß vorher mit Zangossi im Auto. Zangossi hat uns verheimlicht, dass der Typ wusste, dass Zangossi den an uns ausgeliefert hat. Aber Nolan oder die Hitmen sollen Zangossis Freund das gesagt haben. Wie viel Sinn sollen das machen? Sie macht keinen Sinn. Ja, das ist halt so die Sache. Es wirft nachher jeder auch ein bisschen was durcheinander, ne? Und ich hoffe, dass wir da jetzt keinen Unschuldigen gefoltert haben. Ja. Sieh, ansonsten geht der Gurkensalat und kann morgen zum Bewerbungsgespräch erscheinen. Wir sind sowieso gleich da, dann kannst du es uns da erzählen. Wir rollen gerade vor. Bis gleich.
Ich kotze in Dreieck, wenn hier ein Unschuldiger gefoltert wurde. Aber der Zufall wäre zu riesig, Jungs, ganz ehrlich. Ja, und auch wie er reagiert. So abgebrüht. Ja. Sind die unten? Ich denke. Hey, lass uns kurz hier reingehen. Ja, es klingt halt alles sehr, sehr plausibel, was der uns gerade auf den Tisch legt, egal in welcher Hinsicht. Wir haben versucht rauszufinden, ne, mit wie vielen die unterwegs sind, ob der irgendwas über die anderen weiß und, ne, er weiß halt gar nichts. Laut seiner Aussage natürlich, ne. Ich meine, das kann Chris ein bisschen besser beurteilen, weil Chris hat gerade die ganze Zeit mit dem gesprochen. Es ist halt... Er hat tatsächlich nur einen Kontakt zu denen. Okay, pass auf. Nicht so wirklich, also nur alles ein bisschen schriftlich. Der kriegt jetzt... Also, ich werde jetzt gleich so tun, als wenn wir den umbringen. Ihr bedroht den alle mit einer Waffe, wenn der bis zum Ende nicht einknickt. Jungs, dann haben wir hier einen Unschuldigen. Ja, wir haben es halt auch schon ein bisschen mit Schock versucht, so, ne, aber dann es ist halt... werde ich dem als Entschädigung, werde ich dem 90.000 Dollar in die Hand drücken. Dann schreiben wir dem einen Zettel und dann kriegt der Gurkensalat. Der soll ja nicht wissen, dass das von uns ist. Ja, du kannst warum? Er arbeitet hier doch jetzt fürs Casino. Es gab nur einen Unfall bei der Orientierungsfahrt. Lass das gab halt die Wahrheit sagt. Ja, und es gab einen Autounfall bei der Orientierungsfahrt. So. Hola. Witzigerweise haben wir an einem anderen Ort einen anderen Gast. Okay. Der andere Gast ist bei uns ein bisschen Rätselige gewesen, wie Sie hier. Okay. Und leider kriegen Sie es bis jetzt nicht hin, uns die Wahrheit zu sagen, Jungs. Naja, ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als wie das, was passiert ist. Aha. Dann kann ich Ihnen nicht mehr antun, wie das, was jetzt passieren wird. Unser anderer Freund Josef Wipperführt, der nämlich in einem ähnlichen Raum sitzt und mittlerweile keinen Arm mehr hat, ist dann am Ende ein bisschen redseliger gewesen. Dadurch, dass Sie es nicht sind, geben wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, Ihre letzten Worte zu sprechen, weil damit ist das Ihr letzter Tag hier gewesen. Also ich habe das zu Ihren Kumpels gerade schon gesagt. Wenn Sie den Wipperführt wirklich haben ihr und wissen wollen, was ich über ihn denke, dann geben Sie mir ein Messer, bringen mich zu dem Josef und ich zeige ihm, was ich von ihm halte. Also ich meine, Sie können das ja auch überprüfen bei Ihren Jungs. Die Geschichte ist genau so gewesen. Und wenn Sie mir nicht glauben, kann ich Ihnen auch eine Info geben, die das bestätigt. Ey, ich habe eine gute Idee. Weißt du, was wir machen können? Hm. Guck mal, er ist bereit, den Josef der irgendwo hinzuholen, den mit einem Messer, der sagt, ich kann euch zeigen, was wir davon haben. Warum wälzen wir das nicht alles einfach auf die Josef ab und wir sagen ihm wirklich, dass der Wipperführt uns gesteckt hat, dass ein Einschleusen und so weiter, dass er wahrscheinlich hier eingeschleust wird, dass das damit alles, er seinen eigenen Krieg gegen Wipperführt führt. Sieh, dass gut, er Plan ihn kommt. Quasi genau in die Pfanne gehauen hat. Was ist ich da außen rum? Okay. Naja, das sieht aus wie die Hood in der Westside. Ich glaube Ihnen sowas ähnliches wie ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen nicht so richtig. Möglicherweise sind Sie hier gerade in etwas reingeraten, in das Sie nicht hätten reingeraten müssen. Die Frage, die sich mir allerdings stellt, wir haben Informationen aufgrund eines Informanten, Informationen, die direkt den Mund von Josef Wipperführt verlassen haben, welche besagen, dass Sie, genau Sie, sich im Casino bewerben werden, um für die Wipperführts im Casino eingeschleust zu agieren. Bitte? Warum erzählt ein Josef Wipperführt das über genau Sie? Wir wussten schon, bevor Sie heute Ihr Bewerbungsgespräch angetreten haben, wussten wir, dass das Ganze hier endet. Ich glaube, das haben Sie gemerkt. Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass dieser praktische Teil oder spätestens als wir von dem praktischen Teil gesprochen haben, dass das Ganze in eine merkwürdige Richtung geht. Sollten Sie hier tatsächlich zu Unrecht sitzen, tut es mir sogar ein bisschen leid. Aber ich weiß noch nicht, was ich gerade glauben soll und was nicht. Denn, also ich kann Ihnen etwas denn sagen. Das, was ich dann nämlich nicht verstehe, warum sagt ein Josef Wipperführt, dass Sie in das Casino eingeschleust werden? Erzählen Sie es mir. Das weiß ich nicht, aber ich habe das Ihrem Kollegen zu Ihrer Linken schon gesagt. Als ich gestern Zement gemacht habe, kamen diese Weißen, die haben da irgendwie im Norden der Stadt so einen Hinterhof, ich weiß nicht, wie die heißen. Trickster. Wenn die das sind, dann ja, die Trickster. Die habe ich da getroffen und ich habe denen genau dasselbe erzählt. Ich meine, die haben mir sogar noch Geld zugesteckt, weil ich denen erzählt habe, dass der Josef mich überm Leisten gezogen hat. Also ich weiß, der eine davon hieß Moses
Dann war noch ein Eisenberg, ein Seven dabei. Rufen Sie die doch an. Die werden Ihnen das genauso bestätigen, wie armselig ich da gestern am Zement stande, weil ich übers Ohr gelegt wurde von denen. Denken Sie wirklich, dass ich mir das Geld von dem nicht schon längst wiedergeholt hätte oder dass der Typ noch da wäre? Also, wie gesagt, ich hab die Schnauze voll von diesem Typ. Bringen Sie mich zu diesem Josef. Geben Sie mir ein Messer, eine Waffe von mir aus, geben Sie mir auch geben einfach Adrenalin. Geben Sie 90.000 Dollar. Okay. Sehen Sie das Geld als Problemlöser. Sehen Sie das Geld als Problemlöser zwischen Ihnen und Josef Wipper führt oder Gerrit Wipper führt und wie die nicht alle heißen. Ob Sie sich davon Waffen kaufen, ob Sie sich davon ein Auto kaufen, wo Sie mit dem Handstand drauf stehen, um den anzupinkeln, während Sie daran vorbeifahren, ist mir persönlich am Ende egal. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich halte Sie augenscheinlich oder von den ersten Eindruck, den ich von Ihnen hatte, halte ich Sie eigentlich für einen ziemlich sympathischen Kerl. Sofern ich Ihnen in der Sache Glauben schenken sollte, haben Sie einer einzigen Person zu verdanken und das ist Josef Wipperfürth, weil der das Gericht so gestreut hat, Gerücht so gestreut hat, wenn er ein Gericht gestreut hätte, dann liege überall Essen rum, dass wir im festen Glauben sind, / waren, dass Sie als Spitzel für die Wipperfürths bei uns eingeschleust werden. Das heißt, auch ein Herr Wipperfürth hat zu verantworten, dass Sie heute hier sitzen. Darf ich Ihnen ein Angebot machen, wenn das stimmt, dass der Herr Wipperfürth dafür verantwortlich ist, dass ich hier sitze, dann ich würde Ihnen lieben gerne dieses Geld zurückgeben, wenn Sie mir dafür den Josef Wipperfürth bringen und dann können Sie gerne dabei sein, wenn ich mit dem Typ abrechne, ja? Dieser Abend hier hat selbstverständlich nicht stattgefunden. Sollte, wie ein Vögelchen zwitschern, egal welches, dass dieser Abend hier so in dem Ausmaße stattgefunden hat, dann sitzen Sie tatsächlich hier. Und dann sitzen Sie hier, weil ich ein eigenes Interesse an Ihnen habe und glauben Sie mir, dann wird der Abend unangenehmer. Das verstehe ich. Sie erinnern sich an meine Aussage, die Hand, die einen fördert, beißt man nicht. In dem Moment sind Sie das. Das heißt also, ja, Sie und alle, die hier sind, ja, sind Teil davon. Also, ja, hab Sie nie gesehen, weiß nicht, wer Sie sind. Wenn mein Telefon klingelt, dann ruft halt unbekannt an. Jungs, guckt, dass ihr ihm auf die Beine helft. Gebt ihm seine Kleidung wieder, behandelt ihn anständig, guckt, dass er sein Geld behält, legt ihm die Augenbinde an, bringt ihn in die Stadt. Über alles Weitere quatschen wir nochmal. Sie gebt ihm dann, wenn er in der Stadt ist, auch Handy und alles wieder. Ja, das habe ich hier. Dennis, hier, sein Handy. Ach so, ich habe da noch eine Frage. Fragen Sie. Dürfte ich Ihnen meine Karte geben? Jungs, falls Sie was brauchen, ich glaube zwar nicht, dass das soweit sein sollte, aber... Nehmt gleich einmal bitte seine Karte entgegen. Haben wir schon. Ja. Super, okay. Gut, ich wünsche ihn angenehm. Jo, mach dem die Klemmen ab. Eben auf. Ich mach die mal ab, ja.